Ja, Ali, wir befinden uns ein paar Tage vor Weihnachten in der vermeintlich ruhigsten Zeit des Jahres. Geht es in so manchen Büro nochmal heiß her. Wie ist denn die Zeit für den General Manager des FC Wacker Innsbruck? Derzeit immer noch schon spannend und intensiv. Die Spieler sind jetzt zwar im Moment auf Urlaub. Die sind auch fleißig, weil sie auch ein Heimprogramm mitgekriegt haben, aber wir sind da auch noch sehr fleißig, versuchen jetzt sehr viele Gespräche noch zu führen mit verschiedenen Sponsoren und Partnern und versuchen auch Verträge noch längerfristig oder mittelfristig eben auszubauen. Und da gibt es jetzt einige Partner, die bereit sind, mit uns den Weg bis 2018 oder auch darüber hinaus zu gehen. Herbstmeister Wacker Innsbruck, Winterkönig Wacker Innsbruck. Ich kann mir vorstellen, dass es da in den Gesprächen mit den Sponsoren etwas leichter ist als in der Vergangenheit. Ja, das Stimmungsbild ist positiver. Das wollen wir natürlich jetzt auch versuchen zu nutzen. Wir sind immer wieder dabei, die Vision Wacker 2020 eben auch aufzuzeigen, zu informieren, vorzutragen. Und wenn der sportliche Erfolg da ist oder wenn die Mannschaft jetzt vorne dabei ist, dann hilft es natürlich. Und es ist aber auch ein großes Bestreben von uns, eben rauszugehen, zu informieren, Gespräche zu suchen, Kontakt zu suchen und dieses Vertrauen einfach wieder aufzubauen, zurückzugewinnen. Weil ich denke, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, dass die Leute, dass die Menschen, das Unternehmen wieder an uns glauben, an FC Wacker Innsbruck glauben. Bleiben wir noch kurz bei der Kampfmannschaft. Aus deiner Sicht, du hast dich seit Sommer sehr intensiv mit dem FC Wacker Innsbruck beschäftigt, bevor du dich nachher dazu entschlossen hast, bei uns diesen Job anzutreten. Wie hat sich die Kampfmannschaft bis heute entwickelt in dieser kurzen Zeit? Und wie hat sich der Rest des Vereins entwickelt, aus deiner Sicht? Ja, die Ausgangsposition Juli 2015 war sicherlich eigentlich schwierig. Das Stimmungsbild war nicht sehr positiv. Das Vertrauen, wie schon angesprochen, auf allen Ebenen war kaum gegeben, wenn man so formulieren darf. In der breiten Öffentlichkeit, Fans, Sponsoren insgesamt, war das Stimmungsbild am Boden. Das kann man schon sagen. Und ich glaube, es hätte kaum jemand dieser Mannschaft zugetraut, dass sie jetzt dieses Rollenbild einnimmt, dass die Mannschaft da vorne jetzt nochmals unten ganz vorne mit dabei ist. Von daher ist die sportliche Entwicklung sehr, sehr positiv. Die neuen Spieler, die dazugekommen sind, die passen zur Mannschaft. Die haben schnell neue Rollenbilder übernommen, auch was die Führungsachse betrifft. Und von daher denke ich, ist dieser Mix von erfahrenen Spielern, aber auch jungen Spielern, dieser gute, hat sich auch relativ schnell dann guter Teamgeist entwickelt, ein Zusammenhalt. Ich glaube, das war ein wesentlicher, wichtiger Punkt jetzt auch in den letzten Monaten, dass wir da stehen, wo wir jetzt eben die Herbstmeisterschaft abgeschlossen haben. Also das sind positive Dinge. Auf der anderen Seite können wir das aber richtig einschätzen und bleiben wir beiden Beinen auf dem Boden, weil dieser Winterkönig oder Herbstmeister, wissen wir ganz genau, dass das nichts bringt, dass man da auch nichts in der Hand haben, sondern es ist einfach nur eine Zwischenbilanz, eine Halbjahresbilanz, wenn man so will, die insgesamt sicherlich ganz gut ausfallen ließen, dass wir eigentlich noch härter aber hätten müssen, dass wir uns noch mehr mit Details beschäftigen wollen, dass wir noch akribischer werden, dass wir dann eben auch versuchen, diese kleinen Details dann noch einmal mit zu berücksichtigen, weil ich denke, die vielen kleinen oder mehrere kleine Sachen machen dann auch den Unterschied aus. Und das wissen wir, dass eine harte Arbeit auf uns wartet. Und genau mit dieser Einstellung sind Spiele in Urlaub gegangen und genau mit dieser Geisteshaltung werden wir dann die Trainingsphasen starten und im Jänner, um eben so lange wie möglich da vorne dabei zu bleiben. Wenn man im Winter vorne steht, dann will man natürlich auch am Ende der Saison vorne bleiben. Am Transfermarkt wird gemunkelt, man sei auf der Suche nach einem Innenverteidiger und eventuell im Sturm etwas. Wie schaut es da aus? Ja, wir haben eine sehr intensive Analyse betrieben mit dem Trainer, hauptsächlich aber auch mit dem Trainerteam.
da sehr tief reingegangen, waren da auch, glaube ich, sehr ehrlich und haben da schon auch als Ergebnis schon gesagt, dass wir da etwas zu früh von der Energiekurve, vom Fokus her nach unten gegangen sind, dass wir dann so irgendwie auch versucht haben, uns da hinzuwenden. Es hat zu früh angefangen, haben den Level nicht mehr ganz halten können. Und eine Tatsache, dass eben viele Verletzte auch da waren im gesamten Herbst, das haben wir versucht, nach außen hin nie als Ausrede zu verwenden und teilweise dann ein bisschen die Entschuldigung mit verpackt. Das hat uns ein bisschen an den Rhythmus gebracht, haben nicht mehr diese Energie halten können, auch die Qualitäten am Ende nicht mehr ganz halten können und das ist die Kurve runtergegangen. Also da müssen wir in Zukunft schauen, dass wir dann diese Energie halten bis zum letzten Spieltag, bis zur letzten Minute sozusagen. Also da müssen wir uns selber auch ein bisschen an der Nase nehmen, dass die Kurve ein bisschen am Ende dann ruhig gegangen ist. Das war so das Resümee. Bezüglich der Personalplanung sind wir natürlich dran, das ist unser Job, das ist ein ganz jahres Job, dass wir da dranbleiben. Das ist im Winter immer eine große Herausforderung. Das Spielermaterial oder das Spielerprofil, was wir uns vorstellen, was wir uns wünschen, genau auf der Position zu kriegen, dass der Charakter passt, dass die Qualität passt, dass es energetisch passt, dass es systemisch passt, dass er uns sportlich weiterhilft und auch in den Rahmen passt, der bei uns in Österreich und auch bei uns im FC Wacker Innsbruck vom wirtschaftlichen Rahmen her in der zweithöchsten Spielklasse sehr gering angesiedelt ist. Also das ist immer eine große Challenge und wir haben auch gesagt, dass wir auf jeden Fall keine Ruckaktion machen oder Alibi-Aktion oder uns von irgendetwas treiben lassen, weil es muss eine klare Überzeugung dahinter sein und ein Transfer muss auch ganz sauber aufbereitet sein, dass wir dann wirklich etwas machen, weil insgesamt, muss man auch nochmal sagen, das habe ich schon auch erwähnt, hat diese Mannschaft sicher mal das Vertrauen grundsätzlich verdient. Viele junge Spieler oder auch Spieler, die jetzt nicht so zu Beginn im Vordergrund waren, sind reinkommen, haben die Chance zum größten Teil genützt. Das ist auch mit der Grund, wo wir da stehen, wo wir jetzt stehen. Das heißt, im Umkehrschluss, dass wir schon am Markt dran sind, dass wir aber nicht diesen Druck haben und diesen, wir müssen jetzt unbedingt etwas machen, sondern dass wir das ganz sauber analysieren und wenn das dann passt, dann schauen wir, dass wir es auch umsetzen können. Auch im Clubmanagement hat es die ein oder andere Veränderung gegeben in hinsichtlich Verantwortung. Also es gibt einen neuen Clubmanagementleiter mit dem Rainer Königshofer, Königsrainer, Entschuldigung, Werner Königsrainer, so heißt er. Was hat sich sonst noch so getan in der Organisation, seitdem du am Ruder bist? Ja, wir sind ein kleines Team, ein junges Team. Die meisten sind so 2 bis 3 Jahre da. Ich denke, dass die alle viele Erfahrungen eigentlich schon in der kurzen Zeit gesammelt haben und dass wir da auch ein sehr starkes Entwicklungspotenzial haben und dass wir da aber in der kurzen Zeit jetzt auch zusammengewachsen sind. Ich habe immer gesagt, das ist sehr, sehr wichtig, weil diese paar Leute, die da sind in der Organisation, einfach den täglichen Prozess sozusagen durchführen, dass das Ganze läuft. Also da hat jeder eigentlich schon eine wichtige Position in. Es ist egal in welchem Bereich, Sicherheit, Medien, Öffentlichkeitsarbeit oder der Wackerladen, Ticketing, Verkauf, Marketing, es ist alles da angesiedelt und jeder ist da voll ausgelastet und ist auch voll mit Herz dabei. Wir haben jetzt auch angefangen, einen regelmäßigen was eigentlich normal ist, einen regelmäßigen Showfix einzuführen, dass wir uns da austauschen, dass die Informationen laufen, dass die Kommunikationswege stimmen und dass wir da mit dem kleinen Team auch so effizient unterwegs sind wie möglich. Und das schweißt aber auch irgendwo zusammen. Also das ist ein junges Team, die mit Engagement bei der Sache sind. Als du präsentiert wurdest, hat es immer geheißen, ja, der neue starke Mann des FC Wacker Innsbruck. Empfindest du die auch als solcher starker Mann oder bist du mehr der Teamplayer? Ich denke, das eine schließt das andere nicht aus. Starker Mann, was heißt das? Ich habe ein großes Verantwortungsgebiet übertragen bekommen. Für dieses Vertrauen bedanke ich mich bei jeder Gelegenheit auch, weil es auch nicht selbstverständlich ist. Das Aufgabengebiet ist sehr breit und sehr groß.
das ist die Domäne, das ist der Hauptteil, ist und bleibt der Sportteil, das ist die Personalplanung, ist das, dass wir sportlich unsere Ziele erreichen. Das ist aber genauso die Nachwuchsarbeit, die Philosophie der Ausbildung, Entwicklung, ganzheitliche Ausbildungswege, die Verbindung zu schaffen zwischen Nachwuchsspieler, Erwachsenen und Profifußball, dass wir da etwas voranbringen. Da haben wir jetzt auch aktuell einige Workshops schon absolviert und gehabt in Verbindung mit dem Tiroler Fußballverband und auch Wattens. Und da werden wir schauen, dass wir da ein Projekt hinstellen, dass wir da die Jungs die optimale Möglichkeit bieten und mit optimalen Rahmenbedingungen erstellen können, damit sie die ja super entwickeln können und auch ihre Ziele erreichen. Das heißt, von Nachwuchs so schnell wie möglich Richtung Profibereich. Also das sind sehr breite Themen. Auf der anderen Seite ist es aber auch Aufgabengebiet, um diesen Weg Mission Wacker 2020 auch zu transportieren, zu leben, im wahrsten Sinne des Wortes auch zu verkörpern. Da ist jeder Einzelne bei uns auch gefordert. Weiterhin auch Gespräche mit Sponsoren, wie jetzt schon gesagt, dass wir informieren, dass wir rausgehen, dass wir das präsentieren, dass wir die wichtigen Themen, die gesellschaftspolitischen Themen auch, dass wir sagen, ja, Vorbild für die Jugend, dass viele Kinder, Jugendliche, Mädels auch zum Sport kommen. Als ein Teil, der nächste Teil ist auch das Thema Ökologie, was wir mit dem Verein auch dann transportieren wollen in Zukunft. Also sehr, sehr spannende Themen mit viel Inhalt. Es werden Menschen entwickelt. Also das sind schon ganz interessante Themen. Also das alles voranzutreiben, breites Aufgabengebiet, große Verantwortung, wo die Stärke zeigt sich, wie man eigentlich führt, wie man mit Menschen umgeht, und da sehe ich mich absolut dann auch wieder als Teamplayer, weil ich denke, es hat nur Sinn und da entwickelt nur die Kraft, es wird nur so stark in dem, wie viele Menschen dann dahinter stehen, sich bei diesen Aufgabengebieten auch wohlfühlen und bereit sind, in eine Richtung zu arbeiten. Und das, denke ich, ist auch, moderne Führung ist nicht irgendwie da einen großen, einen starken Mann zu spielen, sondern stark zu sein und alle mitzunehmen auf eine besondere, hoffentlich erfolgreiche Reise. Du hast jetzt schon öfter die Mission Wacker 2020 angesprochen. Ich möchte mal das Missionsstatement, das du bei der Präsentation vorgetragen hast, zitieren. Unser FC Wacker Innsbruck, dauerhaft sportlich, wirtschaftlich, gesellschaftlich und ökologisch im österreichischen Spitzenfeld zu verankern und auch international zu etablieren. 5 Jahre hast du dir dafür Zeit gegeben. Es ist ein sehr, sehr ambitioniertes Ziel, ein ambitionierter Weg. Was sind die ersten Schritte auf diesem Weg? Ja, das ist auf jeden Fall, das sind herbe Ziele, das ist uns klar. Und in dieser Mission Wacker 2020 ist eben da sehr viel drinnen. Und der erste Meilenstein ist einfach in einen zeitlichen Rahmen gesetzt. Das haben wir gesagt, wir wollen spätestens 2017 in der höchsten Spielklasse in der Stadt wieder sein. Wir wollen zurück sein wieder in der Belletage, da sage ich da auch hin, gehört der FC Wacker Innsbruck. Und dahin gehört er auch dauerhaft. Und das ist einmal der erste ganz wichtige sportliche Schritt. Und wie gesagt, da haben wir uns auch in einen zeitlichen Rahmen gießen lassen. Das Ganze, weil ich denke, wir haben eine ewige Zeit, in der zweiten Liga, zweiten Spielklasse zu bleiben. Und deswegen haben wir uns das ganz klar gesetzt. Das heißt, alle strategischen Ausrichtungen werden sportlich gehen in die Richtung, dass wir es schaffen, da wieder einen Schritt nach oben zu machen. Das ist die erste Geschichte. Und wenn wir dann oben sind, dann wollen wir dort auch bleiben. Wir sind gekommen, um zu bleiben. So ein Spruch, der dann auch, den wir so hingestellt haben. Wir wollen keine Vorstellmannschaft sein, die dann wieder runtergeht oder dass wir da irgendwie um den Verbleib zittern müssen. Das haben wir nicht vor. Wir wollen uns dann stabilisieren. Wir wollen uns weiter. Dass die Leute und die Zuschauer merken, das geht Schritt für Schritt voran. Wir wollen nichts übereilen, wir wollen es nicht zu schnell machen, das muss sauber wachsen. Das braucht eine gewisse Zeit. Wir wollen uns dann mit unserem Weg, mit unserer Philosophie, mit den strategischen Zielen, die wir haben, dann einfach zurückentwickeln an die österreichische Spitze und dann dauerhaft zwischen Platz 1 und 5 uns bewegen. Das ist einmal ein paar Sätze noch formuliert, einfach das sportliche Ziel innerhalb der Mission Wacker
2020 und derzeit ist es halt so, dass zwischen Platz 1 und 5 auch die Berechtigung da ist, international zu spielen und dahin wollen wir uns Schritt für Schritt entwickeln. Die sportlichen Ziele gehen natürlich mit den wirtschaftlichen Zielen einher, das ist ja vollkommen klar. Man muss jetzt kein großartiger Fußballexperte zu sein, um zu wissen, dass wenn man sich in der österreichischen Spitze etablieren will, Top 4, 5, dann muss man im Vergleich zum jetzigen Budget eine Verdreifachung haben, ungefähr. Wie kann das gelingen? Also, ganz ehrlich, ich denke im Moment nicht im Budget zu allem, was man vielleicht dann einmal braucht, um das umzusetzen. Ich denke, es ist aber wichtig, dass wir mal einen klar beschriebenen Weg haben, dass wir die Budgets jetzt einfach haben, um auch die Mannschaft weiterzuentwickeln. Das sind Schritte, an denen wir arbeiten. Und wenn dann der nächste Schritt geschafft ist, dann werden wir mehr Einnahmen generieren. Dann werden wir sehen, was haben wir bis dorthin auch geschafft, die Sponsorenwelt breiter zu gestalten, die bestehenden Sponsoren zu überzeugen von den Weg und Vertrauen aufzubauen, dass die bereit sind, vielleicht auch zu erhöhen. Teilweise ist es ja auch schon in Verträgen so verankert. Das heißt, es wird sich nach oben entwickeln. Ja, da kommen auch das Fernsehgeld noch dazu. Es sind immer so Schritte, die jetzt schon da sind, die erkennbar sind, die in den Verträgen schon da sind. Ja. Und dann heißt es, welche Kräfte können wir entwickeln, welche Potenziale können wir ausschöpfen, in welcher Größenordnung kann sich so ein Budget dann auch entwickeln und liegt es dann einfach an uns, innerhalb dieses Rahmens zu sagen, wie können wir wiederum das Optimum rausholen. Also da, an dem werden wir uns immer orientieren, dass wir die Möglichkeiten, die wir haben, dann innerhalb dieser Möglichkeiten einfach auch Optimales ausnutzen. Da hilft uns ein wenig auch ein wirklich gutes Netzwerk, national und international, dass wir auch Spieler bekommen, vielleicht auf dem Markt, die normalerweise von der Preisgestaltung her größer ist, aber aufgrund verschiedener Konstellationen dann Spieler doch hier geparkt werden oder teilweise auch, dass wir die Transferrechte kommen, die uns dann auch in der Qualität innerhalb unserer Zielsetzung auch weiterhelfen können. Also das ist so ein Mix daraus, deswegen möchte ich jetzt nicht sagen, wir brauchen dann die Summe X für das und das, sondern es ist ein ständiger Entwicklungsprozess und es liegt an uns, welche Qualitäten wir auf den Weg entwickeln. Um sich gut in diese Richtung entwickeln zu können, braucht es nicht nur Investitionen in Bein, sprich in Spieler, sondern auch in Stein, sprich in Infrastruktur. Wenn du dich kurz zurückerinnerst an deine aktive Karriere da bei uns in Innsbruck und dir die Trainingsbedingungen heute anschaust, sind die eher gleich, haben sich die verbessert oder verschlechtert aus deiner Sicht? Die Infrastruktur ist jetzt nicht optimal, das glaube ich, kann man, das ist Fakt, das ist Tatsache und hat aber jetzt keinen Sinn, dass man da hergeht und moniert, dass es alles schlecht wäre oder das hat keinen Sinn. Es ist derzeit unsere Aufgabe, aus den bestehenden Möglichkeiten das Optimum rauszuholen. Wir haben sicherlich ein wunderschönes Stadion, eine tolle Spielstätte, beneiden uns viele. Das ist schon klar, erste Bundesliga und auch international muss man da, braucht man da keinen Vergleich scheuen, das ist top, muss man einfach mal festhalten. Von den Trainingsplätzen her ist es eng, das ist auch Fakt und da werden wir in Zukunft natürlich auch schauen, dass wir da irgendwelche Potenziale freisetzen, dass wir das auch verbessern, das wollen wir auch und von daher denke ich, ist es auch ein Thema, was wir in der Zukunft parallel dazu auch entwickeln wollen. Trainingsplätze sind ein ganz großes Thema. Man ist während der Herbstsaison einige Male in Stubaital gefahren, ausgewichen der Platzsituation in Innsbruck. Jetzt wird im Februar der Ernst-Teil am Trainingsplatz des FC Wacker Innsbruck stattfinden. Hoffen wir mal, dass der Platz das überlebt. Sollte das nachhaltige Nachwirkungen mit sich ziehen und der Platz, wie soll ich sagen, unbespielbar sein. Gibt es einen Plan B, wo man ausweichen kann? Also das Thema Stubaital Fulmes, das hat auch der Hans Deutschmann unterstützt, der auch bei uns Sponsor ist und wir auch den Bus auch von Deutschmann Hans eben auch zur Verfügung gestellt bekommen haben.
da mitgeholfen. Wir sehen das auch, also einen gewissen starken, intensiven Trainingstag, Teambildungstag, wenn die Mannschaft den ganzen Tag zusammen ist, zwei Trainings hat, zwischen den Trainings gemeinsam Mittag ist und auch verschiedene Themen dann mitnimmt, ob das Videoanalyse ist oder Regenerationsmöglichkeiten wahrnimmt. Also das ist grundsätzlich sehr, sehr positiv und sind wir auch sehr dankbar, dass das gegangen ist. Und gleichzeitig haben wir dann auch mal einen Tag da den Platz schonen können. Also das ist eine gute Geschichte, das hat die Mannschaft auch sehr gut angenommen. Insgesamt Ernst Neil, da ist es in der Tat wichtig, dass wir erstens einmal ein Alternativprogramm haben in der Zeit, wo das im Hintergrund stattfindet. Das haben wir, das kriegen wir, das bekommen wir und das ist halt total wichtig, dass da dieses Alternativprogramm da ist, also ein Trainingsprozess nicht gestört wird. Wir sind eine Profimannschaft, wir bereiten uns auf ein wichtiges Frühjahr vor und da müssen wir das ganz sauber stehen und von der Organisation, dass die Mannschaft einfach gut trainieren kann und gut arbeiten kann. Ja. Und da sind wir eigentlich ganz gut unterwegs und auf diesem Plan schon stehen, was nachher ist, ob der Platz dann gut oder weniger gut ist, wissen wir jetzt alle nicht. Auf jeden Fall wird es das Bestreben sein, diesen Platz in so schnell wie möglich dann auch wieder in den Top-Zustand zu bringen. Der Verein besteht ja nicht nur aus der Kampfmannschaft und die Platzsituation betrifft natürlich auch nicht nur die Kampfmannschaft. Im Nachwuchs ist es mittlerweile Usus, dass man auf einem maximal halben Platz bis öfters sogar nur auf einem Viertelplatz trainieren kann, auch die U18 zum Beispiel. Wo muss man denn da ansetzen, dass sich diese Situation verbessert? Ja, wir haben uns da eine Möglichkeit auch noch einmal ein Stück weit auszuweichen. Da gibt es eine weitere Möglichkeit auch, da bin ich gerade dabei, für die Amateure auch mal eine Ausweichsituation einmal pro Woche zu bekommen. Also das sind so Themen, die wir mitnehmen, die auch vom Potenzial her möglich ist. Das wäre RIN. Die haben gute Plätze, da war auch schon einmal Profiabteilung haben wir das ein oder andere Mal oben, die Amateure auch schon. Also wenn wir das schaffen, so ein wenig auch uns da in der Richtung zu entlasten, zu helfen und auch zu schonen, dann sage ich, das sind jetzt einfach dann die Themen, die wir mitnehmen und versuchen da weitere Potenziale so einmal aufzubauen. Und das ist im Moment der Weg, so schaut es im Moment aus. Aber wie gesagt, wir werden versuchen in Zukunft auch dieses Thema dann zu betrachten, zu analysieren und schauen, dass wir da Verbesserungen dann auch herbeiführen können. In der Mission Wacker 2020 geht es auch um gesellschaftlich und auch ein ökologisches Leitbild zu etablieren. Was sind denn da die ersten Schritte? Ja, wir sind bewusst noch nicht rausgegangen mit dem Thema, weil wir noch nicht so weit sind, um selber auch wirklich Vorbild zu sein. Da laufen jetzt viele Arbeiten im Hintergrund, Analyse grundsätzlich rund ums Stadion. Da werden jetzt viele Dinge gemacht, da wird eine Bestandsaufnahme gemacht und analysiert und daraus werden sich dann einige Maßnahmen ableiten und die werden wir dann auch präsentieren. Und wir halten es für wichtig, dass wir auch dieses Thema mitnehmen, dass wir dieses so wichtige Thema in unserer Gesellschaft dann auch über den FC Wacker Innsbruck transportieren. Und das denke ich, da sind wir auf einem guten Weg, aber es ist nicht so weit, dass wir jetzt da schon großartig etwas sagen können, weil das ist auch so eine wichtige Vorgehensweise, dass wir nicht irgendwas raushauen, wenn es noch nicht so weit ist, nur dass wir irgendwas gesagt haben, das hat keinen Sinn. Aber eines kann ich sagen, dass wir uns mit diesen Themen intensiv beschäftigen und dass wir das Thema mitnehmen wollen und dass wir dieses Thema auch über Fußball und über den FC Wacker Innsbruck auch transportieren wollen. Als du die Mission Wacker 2020 entwickelt hast, hat es... Wir. Oder? Wir. Als ihr das entwickelt habt, hat es im Verein ja bereits das Malchen-Grundbuch gegeben. Wenn man sich ein bisschen mit der Mission auseinandersetzt, das eine oder andere taucht da auch wieder auf. Was war ausgehend von der Mission jetzt schon im Verein vorhanden und was muss etabliert werden? Ja, der ureigene Weg von FC Wacker Innsbruck war da und wenn ich jetzt die Mission Wacker 2020 präsentieren darf, dann haben wir so
eine emotionale Bilder von 2,5 Minuten von 1913 weg bis jetzt sozusagen auch in Bildform, und jeder, der das sieht, sieht dann irgendwo auch in ganz kurzer Zeit diesen emotionalen Weg, der begleitet ist von vielen Höhen und Tiefen, aber auch eine sehr erfolgreiche Geschichte. Es ist die erfolgreichste Geschichte des österreichischen Fußballs, und das ist schon ein besonderer Weg, begleitet natürlich auch von vielen Höhen und Tiefen, und ist ein ureigener Weg, und es ist eine ganz besondere Marke auch, denke ich, der FC Wacker Innsbruck, und die hat auch Kraft, also da ist schon sehr, sehr viel da, und ich glaube, wir haben diesen Weg, diese Tradition auch versucht aufzunehmen, wir tragen das Feuer weiter, bei der Tradition weiter eine hoffnungsvolle und hoffentlich erfolgreiche Zukunft. Das war schon ein schöner Satz, den wir kreiert haben. Also diesen besonderen Weg sehr, sehr schätzend sozusagen wahrgenommen, aufgenommen und ein Stück weiter das Feuer herauszunehmen, ja, und es in eine erfolgreiche Zukunft weiterzutragen. Das finden wir sehr, sehr spannend, und wollen da jetzt eben mit diesen Themen, die so breit auch sind, die so inhaltlich so wertvoll sind für uns, wollen mit diesem Weg dann auch hoffentlich erfolgreich in die Zukunft gehen. Die Weihnachtszeit ist eine Zeit des Wünschens. Ali, was wünschst du dir für den FC Wacker Innsbruck im kommenden Jahr? Ich denke, die Wünsche gehen in die Richtung, dass wir eine starke Gemeinschaft bilden, dass wir noch näher zusammenwachsen, dass der gesamte Verein bereit ist und alle, die da mitmachen, in die Richtung zu arbeiten, dass wir uns gegenseitig Wertschätzung schenken, dass wir die Informations- und Kommunikationswege darauf dann aufbauen. Wenn man sie wertschätzt, dann informiert man auch mehr, dann kommuniziert man mehr, dass wir den ganz großen, starken Willen entwickeln, diesen Weg zu gehen, einen großen Glauben entwickeln, diesen Weg zu gehen, dass wir auf dem Platz eine Einheit sind und rundherum auch eine Einheit sind, dass diesen Weg, den wir gehen, Schritt für Schritt immer stärker auch wahrgenommen wird draußen, bei den Menschen, in den Köpfen, bei Unternehmen, Unterstützer, Fans, Sponsoren, dass die sehen, da entwickelt sich etwas, mit dem man sich immer mehr dann auch vielleicht beschäftigt und gerne unterstützt, positiv redet, und dass wir da alle mitnehmen auf diese Reise. Das ist ein Prozess, der jetzt eingeleitet worden ist, und dass wir den einfach weiterführen, dass der immer stärker wird, immer breiter wird, immer mit stärkerem Glauben und Unterstützung auch sozusagen gepaart wird, weil ich denke, wir brauchen jeden Einzelnen in Tirol und über die Tiroler Grenzen hinaus, der diesen Weg gedanklich und dann auch in einer Form einer Tat, dann ist das nur eine Mitgliedschaft und Anführungszeichen nur, oder eine Karte, eine Dauerkarte oder ein kleines Sponsoring oder er kauft etwas. Das ist alles etwas, er sagt, FC Wacker Innsbruck, ich bin dabei, mir taugt das. Und je mehr wir da in der Breite kriegen, desto mehr Kraft entwickeln wir auch, und desto mehr Energie kommt da rein, und wir wollen die Menschen auf dieser Reise mitnehmen. Und die Wünsche sind, dass wir das, dass es uns gelingt, Schritt für Schritt diesen Prozess zu unterstützen und so viele wie möglich Menschen mitzunehmen auf diese Reise. Das wünschen wir uns alle. Ali, sagt danke fürs Interview. Schöne Weihnachten dir und deinen Lieben und einen guten Rutsch. Danke. Vielen Dank, ebenso ein besinnliches Weihnachtsfest für euch und auch einen guten Rutsch in ein gesundes und für uns alle erfolgreiches Jahr 2016. Dankeschön.